Aber schauen wir uns erstmal Marshall Bravestar an. Ja, original verpackt. So sah er aus, der Marshall, in der Mattel-Version. Marshall Bravestar ist Sheriff auf New Texas. Ist aus dem Stamm, kommt er von New Cheyenne. Ja, er hat magische Kräfte. Und zwar, jetzt kommt, er kann sehen wie ein Falke. Er hat Kräfte wie ein Bär. Er ist so schnell wie ein Puma. Und er hat die Ohren wie ein Wolf. Das sind seine Kräfte, die Marshall Bravestar besitzt in der Serie. Und die Zeichentrickserie war auch schon sehr dufte von Filmation. Die DVDs stelle ich euch demnächst mal vor. Aber wir beschränken uns erstmal jetzt auf die beiden Figuren. Marshall Bravestar wurde gerufen vom Planeten New Texas, von der Erde, dass sie ein Problem mit Tex-Hex, dem bösen Widersacher von Bravestar, dass er da ja den Planeten mehr oder minder einnimmt. Dass er die Leute beklaut mit Kyrium etc. Und Bravestar wird dann abkommandiert von der Erde zum Planeten New Texas. So. So ist die kleine Grundstory. Und er verteidigt dann mit seinen Freunden ja, den Planeten gegen Tex-Hex und sein Gesindel. Die Figur hier ist 1986 erschienen. Und man sieht hier natürlich diesen Marshall Bravestar typischen Sheriffshut. Seine Rüstung mit Stern natürlich. Weiße Handschuhe, ganz wichtig. Man macht sich ja auch nicht die Finger schmutzig an dem Gesindel. Dazu hat er verschiedene Feuerwaffen dabei. Ja, oben, ganz oben rechts, seht ihr vielleicht, das Rote sieht aus ein bisschen wie ein Gehirn. Könnte Hannibal was mit zu tun gehabt haben? Nein, ist kein Gehirn. Es ist Kyrium, das wertvollste Kristall, ja, in der Serie, was gesagt, der Welt, das wäre wenig, des Universums, sowas. Und hier ist auch ein bisschen Kyrium enthalten. Wenn man viel Kyrium findet, kann man richtig, richtig reich werden auf New Texas. Ja, wie heißt es auch schön auf der Verpackung? Marshall Bravestar, der furchtlose Hüter des Gesetzes. Oh. Ja, es gab mal Gerüchte, dass Marshall Bravestar, die Serie, da sollte eigentlich nach He-Man, sollte eigentlich auch He-Man auftauchen. Es sollte sein Onkel gewesen sein. Das sind Gerüchte. Ob die wirklich stimmen, weiß man nicht. Das sind so überlieferte Gerüchte. Ja, ich weiß es nicht. Weil so wollte man eigentlich in der Serie auch He-Man wieder integrieren. Aber es wurde nie bestätigt von seitens Mattel bzw. Filmation. Deswegen sind es nur Gerüchte. Naja, dann drehen wir mal ein bisschen zur Seite. Da sieht man natürlich auch hier gezeichnet, was hier enthalten ist in diesem Package. Natürlich, was ich eben schon sagte, diese Feuerwaffen, Kyrium. Und natürlich ist auch durch ein Comic mit Poster drin enthalten. Ja, gucke ich gerade, wo das sein soll. Ja, wird irgendwo hier drin sein, das Poster. Sehr wahrscheinlich, wenn man es aufmacht, wird das man sehen. Naja, ich sehe es jetzt nicht. Ja, unten steht auch witzigerweise, unten steht noch drauf, spiel deine Rolle im Weltall-Western. Es war ein Weltall-Western. Jo, man dreht um und da sieht man natürlich auch oben schon mal Marshall Bravestar und mit diesen Kräften, die er hat, die ich eben schon mal gesagt habe. Und dann geht man ein bisschen runter und dann sieht man auch natürlich, welche Figuren es bis dato gab. Und man muss auch sagen, die Serie war auch nie erfolgreich, diese Toyline. Genauso wenig wie die Trickserie. Deswegen gab es auch ganz wenige Figuren der Serie eigentlich zu kaufen. Und es gab zwar noch eine Auflage, die hätte rausgebracht werden können, falls die Toyline Erfolg gehabt hätte, wurde aber natürlich mangels Erfolg nie auferlegt. Ja. Und dann kann man ein bisschen gucken, wie gesagt, 1986 ist es denn made in China hergestellt worden. Und ich finde mal, die Verpackung ist richtig noch gut und richtig toll. Und ich als Bravestar-Fan, weil ich fand die Serie gar nicht so schlecht, und vor allen Dingen, ihr müsst euch mal die Hörspiele reinziehen von Europa. Da gibt es zwar nur 6 und die stelle ich auch demnächst mal vor, aber die sind richtig gut. Also ich verstehe nicht, warum das nie ein Erfolg geworden ist. Naja, vielleicht war es so ein bisschen zu abwegig mit dieser Story. Und da He-Man schon keinen Erfolg mehr hatte, war es natürlich auch sehr schlecht, dass Mattel mit dieser Serie ein Erfolg würde. Aber es lohnt sich, in die DVDs reinzugucken. Marshall Bravestar ist, finde ich, immer noch top.